Moin zusammen! Bei meinem letzten Video, ja, es war in Spirit. Sorry für den Game Crash. Und wir hüpfen jetzt. Bin wieder mit Nair unterwegs übrigens. Und wir hüpfen nach Witchview. Foto vom Geist, Smudge. Motion. Und Happy Wayne? Okay, Nair ist ganz kurz AFK. Das heißt, ich werde kurz ein paar Items vorbereiten. Reingehen kann ich nicht, weil die Sanity ist auf 60. Wenn es ein Meer ist zum Beispiel, fängt er nicht instant an zu handeln. Das heißt, ich schmeiße jetzt kurz ein paar Items vor die Tür und wir sind gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Er ist immer noch AFK, aber ich mache schon mal einen kleinen Abstecher ins Haus. Versorge den Breaker, den ich jetzt gerade total vergessen habe, wo der ist. Ich glaube, er war in der Garage. Sehen wir ja jetzt. Ist hier ein kleines Haus. Lieber Chat, ich habe den Geist gefunden. Instant Ghost Event. Instant Ghost Event in mein Gesicht. Haha, ihr habt verpasst die ganze Action. Oh mein Gott. Entweder ein Stalker oder ja. Das klang doppelt. Warst du auch hier, Geist? Wirft hier Sachen. What? Alter Geist, lass mich doch erstmal hier ankommen. Hallo? Also, der wirft hier mit Sachen um sich. Was geht? Du bist ein Fae, oder? Oder bist du ein Oni? What the fuck? Lieber Chat, wir haben es mit einem Actiongeist zu tun. Er zerlegt gerade die ganze Küche. Ach, endlich haben wir Strom. Ich habe gerade den Breaker angemacht und der Geist hat ihn instant ausgemacht. Ha, ha, ha. Jetzt ist das eben eine Audio-Creepypasta, dieser Durchlauf für euch, Chat. Weil er ist noch nicht da und der Chat kann nur hören, was ich sage, weil er noch im Truck steht. Ja, das ist lustig. Okay. Wo bist du? Hm? Der hat in der Küche ordentlich um sich geworfen. Hallo. WB, du hast die ganze Action verpasst. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Ich habe versucht, den Chat über den Funk ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ja, genau so. Dann war das eben mal eine kleine Audio-Creepypasta für den Chat gewesen. Perfekt. Also Jin kann schon mal raus und Shade kann raus, weil der hat mir direkt, als ich reinkam, ein Event an den Kopf geschmissen und sich vollkommen manifestiert. Oha. Und der fummelt hier mit den Türen ordentlich rum. Und er hat in der Küche aber auch gleichzeitig alles zerlegt. Also hier in dem Bereich war er aktiv. Und in der Küche. Genau, der fühlt sich irgendwie so an, als ob er überall ist. Entweder ist das so ein Stalker-Geist oder es ist vielleicht Twin. Wie du siehst, hier hat er auch schon alles durcheinander geschmissen, ordentlich. Weil der Geist gleich so ausgerastet ist, bin ich noch nicht dazu gekommen, nach dem Knochi zu suchen. Okay. 5,15. Und das war schon wieder der Breaker. Ich glaube, der ist hier im Esszimmer. Wo ist eine Fotokamera? Ich versuche, den Breaker zu erwischen. Ich muss mir kurz meine Kamera Licht holen. Ja, ja, kein Problem. So. Ich hoffe, der hat gezählt. Hat er gezählt? Hat er. Perfekt. Yay. Ach ja, im Keller ist ein Versteck, falls wir schnell entkommen müssen. Oh,
Okay, ich habe immer noch keinen Plan, wo der Geist ist, weil der in einer Tour den Breaker wirklich ausmacht. Da bist du? Ah, ich bin tot. Scheiße, nicht da rein, Line of Sight. Jetzt gerade. Der kam aber von da ganz hinten. Bitte sag mir nicht, dass er dich erwischt hat. Ich bin leider tot. Wie kannst du dann noch reden? Spaß. Ich war draußen. Siehst du, es hat was Gutes, Taschenlampe zu vergessen. Ja, ich dachte, du bist noch drin und stellst was ein. Ich dachte, Scheiße. Nein, nein, nein. Keine Sorge, ich bin gut ausgestattet. Okay, perfekt. Oh mein Gott, was hat der mit deiner Sanity gemacht? Oder hast du keine Pillen genommen? Ich habe noch gar keine Pillen genommen. Nee. Ah, die habe okay. Ich extra jetzt gesaved. Soll ich sie jetzt nehmen? Ja, nimm sie ruhig. Ich dachte, das wäre jetzt ein Early Hunt gewesen, aber ja, klar, wir waren in normaler Hunting Range jetzt gewesen. Oh mein Gott. Yes. Aber dafür, dass du vorhin Pillen genommen hast, bist du noch ziemlich hoch. Das ist aber komisch. Ich habe den doch abgewehrt. Der war doch hinter mir her und ich habe den noch extra an der Treppe gewartet, dass er mir hinterherkommt. Warum zählt das nicht? Warst du im Haus, als der Hunt losging? Nein. Also du warst nicht mehr im Haus? No. Okay, was? Oh, fuck, ich habe aus Versehen geräuschert. Nein. Ah, wir haben noch welche da vorne an der Tür liegen, also ist kein Problem. Oh, das ist schwierig. Also ein Smudgy liegt noch direkt hier vorne an der Tür. Ich muss mal gucken, okay, wo der jetzt genau ist, weil es ist echt schwer festzustellen von den Temperaturen her. Der kam von da hinten auf jeden Fall bei dem Hand. Von hier. Also auf jeden Fall hat er hier die ganze Zeit Türen berührt und Co. Genau hier. Ja, das Komische war aber, der kam auch von hier beim Hand, aber der hat am Anfang in der Küche wie bekloppt Zeugs geworfen. Jetzt wieder Tür geöffnet, hier irgendwo. Diese hier, oder? Ja, kann sein. Warte, EMF kommt. Ja, das war diese da. Ja. Aber keine Fingies. Warte mal, ich check mal kurz, ob das hier kalt drin ist. Ja, hier ist es kalt drin. Der ist in einem kleinen Kabüffchen hier. Das ist sein Raum. Wir haben seinen Raum. Der ist im Kabüffchen. Mein Gott, und ich dachte schon, wir haben einen Early Hunter. Aber was wirklich komisch ist, der hat in der Küche am Anfang sehr viel Zeugs durch die Gegend geworfen. Also könnte es vielleicht ein Twin sein oder ein Stalker. Eventuell. Okay, Kruzi ist schon mal drin. Okay, nur EMF2. Ja, Buch muss rein. Kamera wird schwierig. Ah, ich sehe ein Orb. Da ist gerade ein Orb vorbeigeflogen. Oh, kannst nice. Ja auch mal zum Bestätigen, wenn du willst, kurz durch die Kamera schauen. Okay, wir hätten schon mal einen Orbi. Wir müssen aufpassen, könnte aber noch ein Mimic sein. Obwohl keine Fingerabdrücke, kein Frieren, also vielleicht kein Mimic. Und, hast du ihn auch gesehen? Ja, ich sehe ihn gerade. Perfekt. Ja, die besser immer doppelt bestätigen zur Sicherheit. Moment mal, habe ich gerade Gefrieratem gesehen oder meine ich das nur? Nee. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Show yourself. What do you want? Why are you here? Show yourself. Where are you? Are you here? Are you close? Are you angry? Are you a child? Do you want us to leave? Why are you here? Okay, Box ist bisher ruhig.
Ich sichere mal mit dem zweiten Kurzi hier die Kellertür ab. Man kann zur Not in den Keller flitzen. Da ist ein Versteck, aber oben kann man sich zur Not auch irgendwo verstecken. EMF ist immer noch auf 2. Ich hole mal schnell Salz für ein paar extra Fotos. Ist der Gorio noch drin? Nee, der ist raus. Okay, das Gute ist, der Gorio ist raus mit einem Orb. So, was brauchen wir noch? Oh Gott. Warte mal, wir haben jetzt nur Dots, nur Orbs, gell? Oder hattest du noch was vorher gehabt? Nee, wir haben bisher nur Orb, noch keine Fingerabdrücke und keine Spiritbox und keine. Ich würde nach Dots checken mal. Ja, können wir mal gucken nebenbei. Oh, da fliegt der Orb wieder rum. Ich kann da draußen noch einen hin tun. Oder hast du da schon einen hingestellt draußen? Obwohl man sieht ja, der hat ja 7 Meter Range. Den sieht man ja auch. Echt? Auch im Nichtgrünen sieht man den? Ja, der geht manchmal auch so. Oh, er hat die Tür zugemacht. Wart mal. Hat er die gerade in einem Zug zugeknallt? Ich glaube, ja. War die langsam zugegangen oder in einem Zug? Ich glaube auf einmal. Aber Moment mal, hier, das ist ein EMF-5-Ausschlag. Das heißt, es kann kein Yurei sein. Das EMF-5 müssen wir mal bestätigen, ob das wirklich stimmt. Ich glaube aber schon. Let's try. Weil wenn wir EMF-5 haben, dann kann es nur noch ein Geist sein. Aber der war zu langsam für einen Haiju. Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Die Tür ist wirklich komplett zu. Okay, das Salz ist verteilt. Das war wieder die Tür. Ist aber nur ein Zweier mal wieder. So, die Kamera ist verbraucht. Steps. Ja, er ist ins Salz reingesteppt. Wow, was geht denn jetzt? Oh, warte mal. Ich glaube, du hattest gerade Gefähratem, kann es sein? Ganz kurz. Das war, glaube ich, das Ghost-Event, weil der uns angehaucht hat. Okay, krass. Okay, da ist noch ein Salzfuß. Also der Salzfuß hier bei dem Buch, der ist der einzige, der noch nicht fotografiert wurde. Ich lasse da mal die Kamera so drin liegen. Der muss noch fotografiert werden, sobald er reintritt. Okay. Haben wir keine weiteren Smudgies mehr? Ich glaube nicht. Und das war der Breaker. Ich weiß nicht, ob da unten ein Versteck ist. War ein Versteck. Okay. Ja. Ja, perfekt. Ich glaube, der Breaker war hier, genau. Warum ist das Licht hier aus? So, da ist ein Versteck für später. Schon wieder ein Ghost-Event. Oh mein Gott, in mein Ohr. Jetzt legt er aber los hier. Wir haben Dots. Ah, okay, also es ist vielleicht doch ein Yurei. Er ist gerade hier durchgelaufen, aber confirms auch nochmal. Hier draußen? Hier im Chat, ihr habt es auch gesehen, oder? Dieses hier. Genau als EMF. Also war das vorhin doch wohl eine Yurei-Ability mit der Tür. Aber warum hat das so einen hohen EMF-Ausschlag gegeben? Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall hat er darauf reagiert, dass wir im Keller rumgelaufen sind. Er ist auch gerade da hinten durch den Sensor vorhin gelaufen. Der ist irgendwo zum Klavier, glaube ich, gelaufen. Ich gehe noch mal kurz in den Keller, mal gucken, wie er reactet. Ich stelle mal kurz die eine Kamera um, dass sie die Tür anschaut. Die Tür, die müssen wir beobachten, wenn... Hast du Licht im Keller angemacht? Ja, das war ich gewesen. Ah, okay. Damit wir easy ins Versteck kommen. Okay, der ist schon aktiv mit der Tür. Okay. Noch eine Interaktion. Oh Mist, wir brauchen ja auch noch ein Geisterfoto.
Guck da, der läuft hier draußen auch sehr viel rum. Ist sehr wandery. Passt zu einem Yurei. Okay, Fotos sind durch. Wir brauchen noch eine Kamera fürs Geisterfoto für später. Ich glaube, die ist im Truck, oder? Haben wir die im Truck gelassen? Ja, ne? Also, unsere Sanity ist wahrscheinlich am Arsch wegen den ganzen Events. Locker, ja. Okay, es geht eigentlich noch. Dafür, dass wir so oft angehaucht wurden. Ja. Krass. Wir haben uns echt gut gehalten. So muss es sein. Das Problem ist, ich darf jetzt keine Tunnel Vision auf den Yurei machen. Es könnte auch noch... Obwohl, er ist uns zu keinem Zeitpunkt nachgedackelt, oder? Der ist uns nicht in den Keller hinterhergekommen oder so, ne? Nicht wirklich, nee. Gar nicht. Also Banshee würde einem von uns die ganze Zeit folgen oder abwechselnd immer irgendeinem Spieler folgen. Das muss noch nicht mal dem sein Ziel sein. Daran würde man Banshee merken. Ein Faye würde vielleicht passen. Er war am Anfang mega aktiv gewesen. Raichu hätte schon early gehuntet und der war auch nicht schnell vorhin, als er losgelegt hat. Also ich glaube, Raichu ist raus. Also Yurei, Yokai oder Faye ist doch die Möglichkeit hier. Das mit der Tür, das ist eben sehr verdächtig. Aber wobei, wegen dem F5-Ereignis beim Aktivitätenbildschirm müsste Yurei theoretisch draußen sein, richtig? Wir haben ja, du hast ja gesagt, da waren Dots. Wir haben ja nur zwei Beweise. Es kann kein EMF5 mehr sein. Also vielleicht waren das einfach nur eine hohe Interaktion oder zwei direkt aufeinander. Kann ja auch sein. Okay. Also wenn du und der Chat sagt, ihr habt Dots gesehen, dann glaube ich euch da, weil dann wäre EMF5 ja raus. Ja, ja, und gerade am Bildschirm war auch nochmal Dots. Ja, ich habe ihn gerade gesehen, ja. Hast du ja versucht anzugreifen? Ja, tatsächlich an dem anderen. Uah, Kruzi ist durch. Wie hoch war unsere Sanity? Lass uns schnell checken, die ist wichtig. Oh. Komm raus, komm raus, komm raus. Hopp, hopp, hopp. Wir müssen gucken, ob wir jetzt exakt bei 50% waren oder ob wir 1% höher waren. Das ist jetzt wichtig. Und das Kruzi ist ja voll durch. Ich bin gespannt. Ah, wir sind ein bisschen noch drüber. Der geht manchmal auf 52 hoch. Vielleicht doch ein Raichu oder ein Faye? Dann könnten wir doch eine Beschleunigungsbahn bauen. Ja, bis zum Kühlschrank. Wir können uns beim Kühlschrank verstecken. Ich meine, wir brauchen eh noch ein Geisterfoto. Haben wir noch einen Motion Sensor? Ja. Obwohl, den können wir ja von drinnen klauen. Beschleunigungsbahn. Wir können ja eine Taschenlampe oder so hinwerfen, ein paar Motion Sensors und dann lassen wir den bis zur Küche einmal rüberrennen. Korrekt. Hier ist schon mal ein Sensor, den kann man ja gut nutzen. Ich tue die Taschenlampe hier hin, dass wir ihn sehen können. Und den Sensor... Warte mal, das war die Yurei Ability, oder? Das klang so. Ja, ja, Yurei. Ist ein Event, alles okay, ist ein Event. Das hat er mit mir vorhin gemacht, als ich gerade reinkam. Schade, und ich hatte die Kamera mal wieder nicht in der Hand. Das war ja mal wieder typisch. Anderes Kruzi ist angebissen. Guck mal, die Tür ist zu und du hast es gehört. Das hat einen speziellen Audio-Sound, wenn er das macht. Das war jetzt eine normale Interaktion. Er huntet? Das ist ein Hunt. Das ist wirklich ein Hunt. Mist, ich hab den Smudge nicht schnell genug gekriegt. Hat das Foto gezählt? Ja, das Foto hat gezählt. Jetzt muss er ihn nur noch abwehren. Das Foto hat gezählt. Es ist mir egal, dass ich tot bin. Hauptsache, das Foto hat gezählt. Blödes Mausrad. Wo ist eine Tasse? Ich brauche irgendwas zum Kommunizieren. Kettle, Kettle. Hier, hier. Hey, hey. Ah, kann ich sprinten? Ja. Hier, kann's abwehren. Guck mal da. Es ist ein Yurei, richtig? Mhm. Ja, ja, es ist ein Yurei. Ja, komm. Komm mal rein. Komm mal rein da. Da, hier, smatschen. Smatsch. Nein, ich kann es nicht mehr aufheben, es ist verbuggt. Ich kann nichts mehr aufheben. Wir haben noch. Ah, ich kann nichts mehr aufheben. Oh, oh, nicht sterben. Nein, überlebe. Nicht sterben.
Smudgy, nein, lauf nicht dahin, nein, geh zum Kühlschrank! Geh zum Kühlschrank! Oh mein Gott! Hast du noch einen Smudge? Geh nach oben, oben ist auch ein Versteck. Wo ist der? Geist, bleib hier! No, Ghosty, stay here! Ghosty, stay here! Braver Geist, ganz braver Geist. Oh, ich hab eine Tasse, aber... Klingt, als hätte er Schmerzen. Oh mein Gott. Okay, alles safe. Abfahrt. Abfahrt. Kannst rauskommen. Alles safe. Kannst raus. Kannst raus. Kannst raus. Hopp. Abfahrt. So, Geistersprache. Jetzt sind wir ja gleich. Er ist am Anfang einmal gestorben, in der Mitte haben wir beide überlebt und jetzt lebt er und ich bin einmal gestorben. Was machst du noch da drin? Nicht mehr reingehen, fahren. Du wirst leben, komm. Das ist ein Juri, er hat die Tür zugeknallt, definitiv. Ist definitiv ein Juri. Ich habe die Türinteraktion gehört. Abfahrt. Ah, ich kann es nicht mehr werfen. Habe ich es eingetragen? Ja. Ich denke mal, es ist ein Juri, auch wenn ich jetzt tot bin. Aber... Was sagst du, Game? Welcome back. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.